Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin und erstmal vielen, vielen Dank für die vielen aufmunternden Nachrichten. Es hat uns sehr, sehr, sehr gefreut und weil wir alle optimistisch sind und weil wir wissen, dass es weitergeht, deswegen kommen wir jetzt zum Magazin. Unsere Ida Blue hat zum ersten Mal Syrakus angelaufen auf Sizilien. Danach lernen wir Scarlett kennen, die ist neu bei uns und dann nehmen wir uns Zeit fürs Meer. Aus bekannten Gründen haben wir leider im Moment wieder eine kleine Pause, aber nichtsdestotrotz, die Reisen, die wir gemacht haben, sind großartig angekommen und auch die Ausflüge, die wir gemacht haben, zum Beispiel in Syrakus. Heute begrüßen wir schon früh die Sonne und mit unserer Lady zum ersten Mal in der AIDA-Geschichte die sizilianische Stadt Syrakus. Unser Kapitän nimmt die Hafenplakette auf der Brücke entgegen. Es ist Tradition, eine Plakette für einen Hafen zu bekommen, wenn man ihn das erste Mal besucht. Die Sammlung von AIDA Blue wird immer größer. Wir sind unterwegs in einem archäologischen Park voller antiker Schätze. Hier haben sie ein griechisches Theater gebaut. Es entsteht eine Grotte, die wir das Ohr des Dionys nennen. Und auf der anderen Seite kamen dann die Römer und dort haben sie ein ganz neues Amphitheater gebaut. Die Überreste des Amphitheaters lassen uns nur erahnen, was für spektakuläre Kämpfe und Aufführungen es hier gab. Das ist ein Pfefferbaum. Wir stehen hier an einem schönen Olivenbaum, mit Früchten sogar schon. Nun besuchen wir das Zentrum von Syrakus. Die kleinen Gassen und alten Gebäude verraten uns viel über die antike Stadt. Wenn Gemäuer sprechen könnten, die Geschichten würden definitiv Bücher füllen. Die Architektur hat uns am besten gefallen, war eine sehr schöne Stadt. Auch dieses alte, dieses antike, was wir gesehen haben, war sehr interessant. Von einer kleinen Strandpromenade sehen wir unsere Lady. Zum Abschluss genießen wir heute das Wohnzimmerkonzert. Die Verbindung zwischen klassischem Rock und Wohnzimmerflair ist einfach unbeschreiblich. Wir sind ja ein großer internationaler Arbeitgeber und bei uns arbeiten Menschen aus ganz, ganz vielen Nationen zusammen. Für euch, liebe Gäste. Unter anderem auch Scarlett. Scarlett ist neu, hat als Barkeeper gerade angefangen und in ganz kurzer Zeit hat sie schon was von diesem AIDA-Gefühl mitgenommen. Und wie das war, das seht ihr jetzt. Hello everyone, my name is Scarlett Adan and I work as a bar waiter in AIDA Perla. I live with my family in a southern province of the Philippines, and this is my first time working on a cruise ship.
Before I started my career for Aida Perla, I work as a coffee barista in Resorts World Manila. I am a very communicative person and I love to offer a great service with a smile. It makes me happy to meet different people and gain new knowledge and experience with guests from all over the world. When I'm off duty, I often spend time with my best friend Toshimi. Whenever we can, we meet just to have coffee together, or sometimes we play table tennis or other games. I also try to do sports whenever I can, and I just like to walk around the ship and see the environment. One of my friends posted on social media about Aida Cruise Line, and so I became very interested and wanted to be a part of Aida family. Unfortunately, at the first moment, my application was rejected. And so I've waited for another year until they invited me to come in Aida Perla in March 2020. When I finally embarked the ship, I was so happy and excited. Every day on board was a great and challenging experience. Unfortunately, after 2 weeks here on board, the corona crisis started. All the guests had to leave the ship, and then my work here changed a lot. Before, when I worked in Aida Bar, I had a lot of contact with the guests, but of course, this is not possible at the moment. I can say that I am blessed and very lucky to be a part of Aida family. The way they treat us is so exceptional. If you leave again, just take me there with you. But if you leave again, the best experience working on Aida Perla is having the privilege to make more unforgettable moments and explore the beauty of the world. At the moment, my colleagues and I are preparing for upcoming new normal operation. I'm really excited to meet again the guests and provide them an excellent service. So dear guests, I hope to see you soon, and I love to see you smile here on Aida Perla. Yours, Scarlett. If you leave again, just take me there with you. If you leave again, just take me there with you. In den letzten Magazinen war ja immer Zeit für mehr und es hat euch richtig gut gefallen. Und da haben wir uns gedacht, jetzt schaffen wir doch mal eine neue Rubrik, aber in der gleichen Richtung. Und zwar heißt es jetzt heute nicht mehr Zeit fürs Meer, sondern Zeit für im Meer. Jetzt seid ihr dran. Ihr habt doch sicher auch noch zu Hause wunderschöne Bilder von im Meer, oder? Und dann postet ihr sie hier unten drunter und wir freuen uns riesig darüber. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Reisen mit der wunderbarsten Musik und heute mit den Dancing Waves. Die haben bei der Durchfahrt durch den Suezkanal vorne auf Deck 6 gespielt. Tolle Geschichte. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels.
I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. Downtown is where